Hallo, vielen Dank für eure Rückmeldungen zu den Blumen. Das ist ein super spannendes Thema und ich muss gleich vorweg sagen, dass ich kein Blumenspezialist bin. Ich habe die Frage aber deswegen euch gestellt. Einerseits war ich einfach neugierig. Andererseits wollte ich euch gerne über dieses Beispiel der Blumen zeigen, wie die Seele zu uns spricht, also was die Sprache der Seele ist. Alles hat eine Seele, was uns umgibt, die Blumen, die Pflanzen. Wir greifen ja auf eine universelle Sprache in uns zurück. Also es ist nicht nur die Sprache, die wir hören. Wenn wir einen Eindruck von einer Person haben oder eben von einer Blume, dann ist das ja eine ganz runde Sache. Es kommt über alle Sinne zu uns, aber nicht nur über alle sichtbaren Sinne, sondern eben auch über das, was wir dann den sechsten Sinn nennen. Also auf allen möglichen Kanälen haben wir Eindrücke, Wahrnehmungen. Und genauso wie wir alle eine einzigartige Persönlichkeit sind und natürlich ganz einzigartige Merkmale haben, haben wir aber natürlich alle auch sozusagen eine Verbindung zu dieser universellen Sprache in unserer Tiefe, in der Tiefe unserer Seele. Und die Blumen drücken ja auch dadurch alle bestimmte Qualitäten aus. So funktionieren ja zum Beispiel, wenn jemand mit Bachblüten arbeitet, ist eine sehr ähnliche Funktionsweise. Also auch damit kenne ich mich ehrlich gesagt nicht sehr aus. Aber was ich euch gerne zeigen wollte über die Blumen ist, wie zum Beispiel die Blumen zu uns sprechen, wie alles zu uns spricht und wie über bestimmte Pflanzen, über bestimmte Erscheinungen uns diese Pflanze etwas erzählt. Und dadurch, dass wir eine Anbindung, also eine Verbindung, eine innere seelische Verbindung zu einer Pflanze zum Beispiel haben, also das Gefühl einer Nähe haben, eben uns eine Pflanze gefällt, vom Aussehen her irgendeinen Eindruck auf uns macht, eine bestimmte Stimmung mit einer bestimmten Stimmung auf uns wirkt, über ihren Duft zum Beispiel uns betört, sind alles Frequenzen, die natürlich ein Gesamtbild ergeben und dadurch hat natürlich jede Blume ihren Charakter und da habe ich jetzt auch nichts Besonderes gesagt, aber jeder hat wirklich so etwas ganz Charakteristisches. Und das wollte ich euch nur im Vorfeld sagen und sehr gerne gehe ich jetzt so auf die einzelnen Blumen ein. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich selber jetzt nochmal so ein bisschen ganz kurz kundig machen musste. Weil ich natürlich, also so allgemein kenne ich natürlich die Blumen schon, aber es war nochmal so interessant, so kurz ein bisschen einzugraben, was so die Feinheiten, die Besonderheiten einer Blume sind. Also einerseits, wie sieht sie aus? Welche Farben hat sie? Manche Blumen haben fast das gesamte Farbspektrum, andere begrenzen sich nur auf bestimmte Farben. Ist sie eher klein, eher groß? Und vor allem, woran erinnert sie mich bildlich? Also wie tanzt sie? Wie drückt sie sich aus? Wie entfaltet sie sich? In was für einem Umfeld lebt sie zum Beispiel? Oder auch sehr interessant, ist es eine Nutzpflanze oder eine reine Zierpflanze? Das gibt auch schon etwas von ihrer Qualität zum Beispiel. Und viele andere Details schwingen da auch mit. Und um das Video auch nicht ewig lang zu machen, wirklich nur ein paar so Impulse zu all denen, zu all den Blumen, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Hyazinthen. Also Hyazinthen ist zum Beispiel eine spannende Geschichte, hat sehr viele verschiedene Farben. Die bekannteste, oder auf die wir meistens assoziieren, ist so Richtung Weiß, Lila. Diese Richtung kann aber natürlich auch Gelb, Rot und so weiter sein. Aber auf jeden Fall Weiß, Lila wäre so eher Richtung Kronenchakra, wenn wir zum Beispiel die Chakrenlehre herannehmen. Also auf jeden Fall eine eher geistige Pflanze. Umfeld ist auch, sie mag es milder bis ein bisschen wärmer. Sie hat auch so was Verschlungenes, fast Orientalisches. Also, es sind alles so Feinheiten, die hier wirken. Also, wenn jemand zum Beispiel sagt Hyazinthen, dann sind es meistens so ein bisschen diese Eigenschaften, die ihr spannend findet, wenn euch die Hyazinthen ansprechen. Also, dieses Spielerische, ein bisschen Bezaubernde, sowas in diese Richtung zum Beispiel. Damit ihr die Unterschiede versteht, zum Beispiel die Calla wurde auch genannt, der Drachenwurz, das ist ein Sumpfgewächs. Und das ist hochinteressant, die Lotusblume ist ja auch ein Sumpfgewächs. Und da gibt es ja diese schöne Lehrrede vom Buddha, der sagt, also der nimmt die Lotusblüte als Beispiel, dass die meisten Menschen so leben, dass sie sozusagen ewig wie im Sumpf leben und irgendwie nicht den Ausweg richtig finden. Und nur ganz wenige schaffen es an die Oberfläche und verstehen, dass es auch etwas jenseits dieser Welt gibt, also diesem Kreislauf von unseren Sehnsüchten, Wünschen, unserem Wollen und Tun und so weiter, sondern wirklich das Jenseitige, einfach mal das Ganze zu erblicken. Und er sagt, nur ganz wenige sind wie die Lotusblüte, dass sie eine Blüte dann
jenseits des Sumpfes aus sich herausbringen, also sich aus dem Sumpf nähern oder mit dem Sumpf verbunden sind, aber eben wunderschön blühen. Und da ist der Drachenwurz oder die Calla auch so eine ähnliche Pflanze. Sie hat auch eine sehr markante Form. Interessant ist auch, dass sie eher in ein bisschen in kühleren Regionen lebt. Also jemand, der sich hier angezogen fühlt, der mag diese klaren Linien. Es hat ja, es hat jetzt etwas sehr Weibliches, diese grüne Umgebung und dann in der Mitte doch etwas Männliches. Also so ein schöner Ausgleich zwischen den beiden Polaritäten, also Sonnen- und Mondprinzip, und hat etwas sehr Klares. Drückt auch ein bisschen aus, ich kann in allen möglichen Umgebungen überleben, also Sumpfpflanze, ein bisschen kühler. Also jemand, der das mag, der mag es auch ein bisschen die konkreteren Dinge, diese Ausdauer spricht so eine Person an. Also ist ihr vielleicht auch selber wichtig, ja, also lebt vielleicht auch mit so etwas zum Beispiel. Spannend ist auch zum Beispiel Thymian Rosmarin, habt ihr auch genannt. Beides kennen wir auch aus der Küche zum Beispiel. Rosmarin war früher eine eigenständige Art, wird aber heute zu den Salvia-Arten gezählt. Interessant ist, dass es ja auch sogenannte Salvia-Arten gibt, die Hellsichtigkeit zum Beispiel stärken. Also überhaupt beides, auch Thymian haben die Griechen zum Beispiel schon als Räucherwerk genutzt. Also beide stehen auch sehr für, nicht nur für Geschmäcker, sondern auch für Reinigung. Sind sehr einfache, sehr klare Pflanzen. Rosmarin braucht immer eine gewisse Feuchtigkeit, kann aber bis zu relativ hohen Lagen wachsen, also bis in die Alpen hinein, bis zu knapp unter oder sogar über 1000 Meter, also in der Schweiz sogar bis zu eineinhalb kann es wachsen. Also wer solche Pflanzen mag, da geht es ein bisschen um die Reinheit, um die Bodenständigkeit, um die Liebe der Einfachheit. Also solche Themen sind dann zum Beispiel präsent. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, wie das sozusagen funktioniert. Anderes Beispiel, Rosen kam auch, ja. Wie sind Rosen? Rosen sind die Blumen der Liebe, wenn wir so möchten. Also Rosen betören durch ihre Schönheit, teilweise sehr, sehr. Also da wurde auch das Beispiel genannt von dieser speziellen David Austin-Rose, die so ganz viel ineinander gefaltet ist. Also betören durch ihre Schönheit, durch diese Feingliedrigkeit ist ja auch, gibt man als Geschenk, als wirkliches Liebessymbol, aber gleichzeitig haben sie natürlich auch Stacheln, das heißt, sie stechen. Sie sind nicht immer so leicht nahbar. Also dieses Geheimnisvolle, aber diese Blüte, dieses Schöne herausbringen, das ist natürlich etwas sehr, sehr Markantes für die Rosen. Und ich mache hier jetzt mal eine kleine Pause, sonst wird das Video als ein Stück zu lang und mache gleich weiter.